bei Crossout. Hier geht es weiter mit Hippo und mit Xa. Grüß euch. Moin. Hallo. Und dieses Mal stürzen wir uns in das Raid. Ist Dings hier, Maximus ist auch noch in der Gruppe. Stürzen wir uns in das Raid. Wir nehmen Raubzug. Gefecht. Das wird bestimmt gut. Kostet 20 Sprit. Kann kein Sprit mehr. Ihr müsst noch auf bereit. Ja, ich bin sofort soweit. Ja, das geht gar nicht. Das kleine Radar anbringen. Der weiß jetzt, hat er das Radar. Die ganze Zeit will ich mir das holen. Ja, das kleine Radar ist aber auch nicht klein. Das heißt, das kriegst du schnell runtergeballert, ja? Ja, ich hab's jetzt mal hinten auf den Kofferraum gestellt. Mal gucken. So, was müssen wir machen? Finde und stehle die Ladung des Gegners. Aha. Klingt nach dem Plan. Oh, dann renn da. Ja, damit. Da sieht man irgendwas markiert. So. Mission endet in 4 Minuten 55, okay? Ach, du ahnst es nicht. Huch, da ist Scheiß, was Lian ist. Ja, das ist ein sehr guter Typ. Kann mir mal jemand einen Arsch retten? Ja, ich schieß schon. Warum kommt noch einer? Ich hab nur zwei Räder. Jetzt auch in den Sägetyp rein. Der kam da auf einmal aus dem Gebüsch. Ich hab einen Sägemann am Hit. Ich werd hier gerade von beiden Seiten zerlegt. Hilfe! Ich bin tot. Was fährst du auch in so einen Sägemann rein? Der kam bis zu einem. Kannst du mich mal anschieben, Xa? Ich komme hier aus dem Loch nicht raus. Jo, guck mal rein. Oh, ich geht wieder. Das war sehr effektiv. Ja, ich muss dich nur richtig regen. Dankeschön! Ich bin dein Schutzschild! Finde ich aber nicht. Er ist ein Sägemann. Ja, wir sollten vielleicht auch langsam mal links fahren. Ja, ich fahre. Ich bin gleich da. Ja, oh, jetzt habe ich schon wieder die Säge hier. Das geht rasend schnell. Die Säge ist hinüber. Komm schon, der nächste. Das ist schon die nächste. Komm, lass uns fahren. Ich mach das alleine. Ja, kein Thema. Ich komm hier. Das stimmt halt. Oh. Ich kann mich mal jemand anschieben. Ich kann überhaupt nichts machen. Ja, lass dich ihn drüben mal. Ich fahr jetzt mal da hinten hin, weil wir kommen hier gar nicht vorwärts. Ja, man darf sich nicht aufhalten mit denen. Ich glaube, die spawnen nämlich nach, wenn das so genau aussieht. Einfach ja, die Golfen kaputt schießen und dann, ja, schön zu lassen, genau. Ja, lasst mich hier zurück und fahrt ihr zum Loot. Mach mal, ich halte ihr auch hier, solange ich noch kann. Lasst mich zurück. Ich bin euch nur eine Last. Oh mein Gott. Oh, da, mich hat eine Rakete getroffen. Lasst mich nur zurück, alles gut. Die haben mich zurückgelassen. Ich habe Siege. Okay, ich hab die Ladung. Na dann fahr. Die fahr. Ladung wurde von einem Verbündeten aufgenommen. Wir müssen sie jetzt zu der Tür bringen. Raketenwerfer! Ich schütze dich! Mir fehlt ein Rad! Mir fehlen zwei, hast du mal eins? Ich baue mir den nächsten Auto mit sechs Rädern. Ich hab die Ladung abgeworfen, ich kann die mal einer von euch nehmen, ich bin nämlich hier gleich hinüber. Du bist ein schlechter Witz. Ich habe einen mal ganz kurz aufgehalten. Aber nur kurz. Ich kann leider nichts aufnehmen, weil ich nur zwei Räder habe. Ich hänge hier immer noch an der Stelle, wo wir am Anfang waren. Auch nur zwei, aber ich glaube, den kriege ich. Ja, das Problem ist, ich kann jetzt nicht mehr mit Sport, noch, nee, Maximus noch am... Maximus lebt noch. Aber dem fehlt auch ein Rad. Ja, ich habe noch genau ein Rad. Okay. Wir haben nur noch 1 Minute 25. Ich bin explodiert. Ja, das ist gut. Zurück ins Gefecht. Ah, endlich. Ah, ich habe mal die Ladung abgeschmissen. Jetzt habe ich gar keinen Rad mehr. Ganz toll. Ich bin wieder da. Ich habe alle vier Räder. Man kann, wenn man stirbt, zurück ins Gefecht. Ja, aber nur einmal. Danach kostet es Geld. Ach so. Wo ist die Ladung? Wo muss ich denn lang? Ich habe ja den Weg noch gar nicht.
Noch eine Minute. Wie viele sind denn hier bitte? Ja, jede Menge. Versuch die mal ein bisschen wegzuziehen, damit Xar sich das Paket schnappen kann. Wie nehme ich denn die Ladung? Einfach drin stehen bleiben. Ach du Scheiße, okay. Da kommt eine Säge. Fahr, Xar, fahr! Hau ab! Okay, ganz gut. Lass jetzt nur keinen Rad verlieren. Und Gas, da Gas. Mhm. Ah, zweiter Blow. Tja, hat geklappt. Aber gut, wir mussten das jetzt auch erstmal schnallen, wie das geht. Ja, wir haben am Anfang schon zu viel Zeit verloren. Ja, ja, dass die eben immer wieder nachspawnen. Ich dachte halt, das wären Gegner und wenn sie weg sind, sind sie weg, ne? Aber die spawnen da ganz schön nach. Das heißt also. Einfach fahren und während dem Fahren einschießen. Ja, ja, genau. Und ich fand den Plan mit den Rädern abschießen und stehen lassen ganz gut. Mm. Ja, jein. Wenn du dann nachspawnst, hast du überall die stehenden Geschütze quasi. Ja, besser, weil es da eine Säge im Hintern zu haben. Ja, gut, ja, das stimmt. Die sind echt fies. Ja, die Sägen sind wirklich sau fies. Wollen wir noch einmal probieren? Ja. Jo. Oh, warte mal, wir sind nur noch zu dritt. Noch zu dritt? Oh. Wir haben ihn rausgeschafft. Wir haben ihn rausgeekelt. Wir haben ihn rausgeekelt. Na, dann machen wir es halt zu dritt. Oder? Naja, gut, andererseits 4 Schaden nicht bei den. Ja, naja, ja gut, außer die Gegner werden skaliert. Oh. Oder wir kriegen halt noch einen mit reingewürfelt. Wir schauen uns das einfach an. Okay. Ich will jetzt auch keinen da Ninja inviten und dann sein Benzin verbraten, weißt du? Stimmt. So. Oh, guck, wir haben noch einen dazu bekommen. Jo. Blomcast. Oh, der hat sogar 1900 PS. Super. Arme Sau. Wie machen wir es? Soll ich ein bisschen aufhalten oder soll. Wir fahren einfach alle durch. Alle durch? Alle durch. Und opfern Lomcast. Ja. Genau, das ist unser. Haha. Da schön liegen. Hier oben lang am besten. Nicht durchs Tal. Boah, abgeschlagen. Besten Dank auch. Bitteschön. Der hat keine Säge mehr, der Säger. Glaube ich. Oder doch, der hat noch eine Säge. Der Bohrer. Uäh. Also hinter Xar ist noch eine Säge her, eine Nervensäge quasi. Na, oh, dann hänge ich ab. Also. Oder geh mit dem Spielen oder irgendwie so. Mann. Besten Dank auch. Wie hänge ich hier in dem Loch fest? Rückwärts, halt. Ja, ich. Da ist die Säge, Vorsicht. Ja, ich seh's. Versuch's mal so ein bisschen wegzulenken. Hier ist die Ladung. Kriegen wir das hin? So, schalte ich rein. Ich halte ihn ein bisschen auf. So, okay, die Säge hat keine Räder mehr. Lass den bitte stehen. Ich hab die Ladung, wenn ich das richtig gesehen hab jetzt. Ja, dann fahr. Wohin? Ja, Säge ist es. Ja, lass die Säge da schön stehen. Die hat nur noch einen Reifen. Fahr mal vor. Ja. Links, oder? Ach nee, links geht nicht. Nicht. Also, okay. Oh, da ist über so ein Boden. Raketenwerfer. Weg, Raketenwerfer ist. Oh, ich hab die Säge hinter mir! Ich fahr weiter, ich fahr links. Weiter, ich fahr weiter, komm. Ich fahr weiter. Wir sind Minen. Raketenwerfer! Minen! Raketenwerfer! Noch mehr Minen! Ich habe nur 2 Räder! Hilfe! Wie werfe ich die Ladung über Bord? Bitte auch. Sie liegt da schon. Ey, ich komme wieder. Keine Frage. Ich habe auch nur noch 2. Und 2 sehr interessante. Vorne links und hinten rechts. Da war eine Mine. Da sind alte Minen am Boden. Das ist voll fies. Ja, ich hatte auch. Diagonal. Ja. Ah, Xar ist auch gerade respawned. Ich auch. Mist,
Kacke, kacke, kacke. Wir schaffen das. Komm, wir nehmen den anderen weg. Ich glaube, das sind da nicht so viele Gegner. Ich habe keinen anderen Weg, ehrlich gesagt. Boah, da oben ist einer gespawnt, Xa. Zwei. Du ahnst es nicht. Wo seid ihr so? Gegenwerfer. Auf dem Weg. Ah, ich sehe euch. Ja, das Geballer, sag mal so. Versucht ihn mal irgendwie ein bisschen woanders hinzuziehen. Hi. Dann fahrt ihn mal weiter. So, ich hol die Ware. Haltet die mal auf. Ja, ich bin weg. Also, okay. Ja, mir fehlt auch schon das halbe Auto. Okay, aber ich hab noch ein paar N3. Hast du die Ware? Ja. Ja, dann fahr. Ich weiß noch nicht wohin. Ich komme aus dem Gebiet. Ich weiß nicht, wo die. Ach scheiße, wenn ich bin. Ja, die Richtung stimmt. Ist ja rechts irgendwo weg. Genau, und das ist rechts um die ums Eck rum. Rechts, fahr, 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 fahr. Sackgasse. Nicht links, rechts. Es geht nicht rechts. Es geht nicht rechts, ich muss da links und dann rechts rum. Achso, auf die Rampe hoch. Ah, okay. Nein, ich hänge. Oh, ja, anschieben. No. Ja. Funktioniert. Ich bin fast geneigt, die Schrotflinten rauszubasteln. Ich hab die Schrotflinke. Flinke. Schrotflinke? Eine ganz flinke Schrot habe ich da drauf. Scheiße. Ja, verdammte Hacke, das ist ganz schön schwer, diese Raids. Jo, da kommen echt ganz schön. Ich glaube, da brauchen wir noch ein paar bessere Mopeds auch, oder? Also. Ich fürchte fast, ja. Heieiei, komm, wir machen zur Abwechslung nochmal ein paar normale Gefechte. Oder ist so ein Brawl verfügbar? In einem Tag, in 3 Stunden, in 2 Tagen. Ja. Machen wir ein Level 10 für. Unten das Rennen, das ist in 2 Tagen wieder verfügbar. Schade. Alter, mach mal hier noch ein bisschen, hol dir die Schrotflinte. Komm. Gut, sowas habe ich in mir auch noch nicht. Du hast überhaupt keine Schrot? Wir wissen noch nicht, ob wir handeln können. Da sind wir am Rätseln, aber ich fürchte fast nicht. Zumindest habe ich nichts dergleichen gefunden. Einer muss noch, bereit? Ja, Moment. Also ich könnte eine Schrot bauen. Ja gut, das ist, glaube ich, Verschwendung. Ja, also ich habe mittlerweile 2 davon. Sonst würde ich echt eine geben, aber... mal können vor Lachen. Wie Energie brauchen die? Auch 2? Ne, 3 sogar. Ja, du kriegst dann 2 Schrotflinten drauf. Hm. Ja, dann würde ich aber auch, glaube ich, wenn ich eine Schrot drauf mache, dann wirklich 2 Schrotflinten drauf. Also ich finde einmal Maschinengewehr und einmal Schrot ist Quatsch. Du meinst, ist nichts Halbes, nichts Ganzes? Ja, ich weiß nicht, aber wenn du gar nichts aus der Entfernung machen kannst, ist halt auch doof. Also bin ich ja nicht mehr bereit. So. Ja, ich war irgendwie auch, wenn man ins Lager geht, ist man nicht mehr bereit. Interessant. Okay. Ah, mal wieder Basis erobern. Schön. Die machen mir Spaß, die Mission. Oh. Das ist das Gefecht so schön gebündelt, ne? Xa? Okay. Ja, bin da. Oh. Ohne dicke Wumme, Xa? So. Man muss doch auch mal erst noch was anderes zeigen. Oh, Maximus hat mir noch was geschrieben, das hatte ich wahrscheinlich übersehen. Dann schreibt er, oh, okay, schade. Aber wahrscheinlich ist er nur rausgeflattert für ihn aus der Gruppe oder so. Muss ich gleich mal zurückschreiben. Falls du die Folge siehst, ist nichts Böses gemeint gewesen. Wir hatten nur gesehen, dass du raus bist aus der Gruppe und dachten halt, du hast keine Lust mehr. So. Wow, hast du das gesehen, Xa? Jupp, das war knapp. Seid ihr hinter mir? Nee, wo seid ihr so? Oh, hat er dich erwischt? Ja, da kann ich fahr mal auf die Fläche drauf, ja? Ist da einer drauf? Habt ihr da schon was gesehen? Nee, überhaupt kein Gegner. Ich nehme mal einen. Häng fest. Also, okay, ich hab einen Gegner. Wow, ja, du stehst.
Die haben die Geschütze. Hippo. Ich häng fest. Ah, jetzt sind wir. Ja, ich bin da mal hops. Ja, wir haben hier eine Runde im Kreis rundgehend gespielt. Schön. Hat Spaß gemacht. Ey, jo. War super. Autsch. Ja? Depot! Baller! Baller, nicht nur fahren! Au. Nee, das war das andere aus. Das nicht. Ich hab getroffen. Hab ihn. Das war eindeutig mehr. Ja. Ja, Ja, 15 Hertz. Da steht so ein Dreirad noch in dem Kreisel drin von uns. Der weiß das jetzt. Oh. Er hat auch so eine komische Wumme geholt, wie der Zar. Ja. Guck mal, was das andere für Fahrzeuge sind. Die haben da, siehst du das? Die sind, oh, er steht wieder. Die spielen mit dem. Das ist fies. Leichenfledderer. Aber echt. Hier, wir müssen jetzt mal was gewinnen. Wie wär's denn? Klingt gut. Sollte man versuchen. Machen wir das mal, oder? Komm, jetzt strecken wir uns mal an. Nimm mal wieder deine dicke Wummuxa. Ah nee, kannst du jetzt nicht. Na gut, wir können unsere Garage zurück. Ja, wenn dann jetzt. Sollen wir? Jetzt nicht mehr. Geht. Na gut, nächste Runde dann. Wie machen wir's? Breschen wir durch zur Basis zu dritt? Jo. Und das mal probieren, so spaßeshalber? Links rum, oder? Ja, links rum, ja. Okay. Einfach mal, weißt du, was ausprobieren. Warte mal, ich hab das Radar, das muss ich mal vorfahren. Fahren Sie mal vor. Aber beeilen Sie sich mal. Ja. Können ja ungefähr auf selber Höhe fahren, aber ich sollte ja eigentlich die eher aufdecken. Die Gegner eher aufdecken. So, fahren alle uns rechts an uns vorbei. Ich seh's. Ja, lass uns vorbeifahren, lass uns vorbeifahren. Ja, weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Ja, aber der kommt jetzt hier, pass auf. Außenrum, ja. Außenrum. Nee. Mir fehlt das Heck. Alter! Engel! Oh, okay. Weiterfahren. Nee, geht noch nicht. Ist einer von euch hochgegangen gerade? Ja, ich fahre ein bisschen hoch. Skiller 7000 steht mit der dicken Pumpe da oben drauf und schießt runter. Au. Ja, ich glaube, der hatte mich jetzt auch auf dem Gewissen. Ja, okay, dass wir den durchfahren, war vielleicht nicht so gut. Ah, du musst das jetzt mal richten. Ach da ja, der rockt das hier alleine. Du hast eigentlich nur alle Bauteile an dem, aber das ist doch... Ja, nicht ganz, da außen hat er... Ja, also so ein bisschen geflattert ist schon jetzt, auch. Gegen den schaffst du es nicht. Auf die Geschütze doch. Zielen! Doch, schaffst du, Alter. Aber jetzt brennt da. Scheiße. Da explodiert. Schade. Gut, das mit dem Gewinnen üben wir nochmal, oder? Mhm. Ja. Also sollten wir. So, Statistik. Also, ja. So Garage. MVP. Ach ja. Das hat er nicht verdient. Ja, gut. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann gewinnen wir mal. Wir versuchen es zumindest. Nee, wir wollten jetzt einfach mal zeigen, wie man verliert, also was dann passiert und wie das aussieht. Und beim nächsten Mal zeigen wir dann, wie es aussieht, wenn man gewinnt. Wir müssen ja Abwechslung reinbringen. Oh Gott, wir müssen vor allen Dingen mal Level 5 werden, endlich. Das zieht sich total. Bist du schon, Xar? 5, ja.
Rhetorische Frage? Ja, rhetorische Frage. Ja. Na gut, okay. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. Ciao.